Wie weit komme ich mit 10.000 Euro in Clash of Clans? Wir haben ein Jahr Zeit, um von Rathaus Level 1 auf Rathaus Level 15 zu kommen. Dabei müssen wir für jedes einzelne Rathaus alle Gebäude und auch Mauern auf maximales Level bekommen, bevor wir upgraden dürfen und wollen auch Legende erreichen. Wie sollen wir heißen? Das ist die große Frage. Und wir nennen es einfach Pay to Jonas. Rathaus zum ersten Mal schon mal upgraden. Let's go. So, boom. Machen wir direkt die Lager. So. Weil die Lager wollen wir natürlich gut vollkriegen. Wir haben hier eine weitere Kaserne. Die packen wir direkt hier nebendran. Okay, dann beschäftigen wir die beiden Bauarbeiter. Dann machen die uns hier den nächsten Sammler direkt nebendran. Sehr, sehr geil. Die überrennen es jetzt hier komplett. Einmal boom. Zack. Nice. Die ersten drei Sterne im Projekt. Kanone. Dann machen wir die so nebeneinander, die Kanone, dass es schön aussieht. Zack, die zweite Kanone direkt nebeneinander. Ah, wir haben noch einen Bogenschützenturm sogar direkt. Geil. Dann machen wir die nach unten aber. Zack. Das Armeelager müssen wir eigentlich auch hoch machen. Zack. So, boom. Dann machen wir erstmal das hier. So, zack. Die Riesen. Ein Riese hier, einer hier. Und zack, die Bogenschützen. Ich bin doof. Da muss ich Barbaren noch dazufügen. Schaffen die das überhaupt? Irgendwie ist das Lager echt schon ziemlich krass für meine Höhe, muss ich sagen. So, 100%. Wichtig, so. Das ist das erste Angebot, was wir uns kaufen werden. Es sind noch viele weitere Folgen. 500 Gems und die Hütte, die erste. Das ist es halt. Jetzt haben wir noch einen dritten Bauarbeiter. Das ist halt mega entspannt. Jetzt haben wir einen dritten Bauarbeiter. Und der kann sich jetzt direkt darum kümmern, dass wir die kompletten Sammler maxed haben. Sehr geil. Und den können wir wieder aufjammen. Wir kriegen direkt noch einen. Ich fasse es nicht. 1000 Gems und nochmal eine Hütte. Kaufe erfolgreich. Sehr geil. Dritte Hütte. Alter, die übertreiben es aber auch direkt komplett. Das haben wir dann direkt alle. Ich fasse es nicht. Das ist insane. Wir haben alle 5 Bauarbeiter. Der auf die Kaserne noch. Nice. Nee, komm, verarsch mich, oder? Zack. Einfach rein. Ich habe keine Ahnung, ob ich smart bin oder ob es übel los ist, was ich auch mache, aber ich glaube, es ist gut. Ja, die überrennen das, sehr geil. Wir gehen hoch auf die nächste Rathausstufe. Nach ungefähr 30 Minuten Spielzeit. Level 3. Machen wieder immer erstmal das Armeenlager größer. Packen wir das zweite nebendran. Und jetzt hier, Labor. Wichtig. Dauert eine Minute. Ja, hier zwei Bomben einfach. Zack, zack. Ja, dann machen wir jetzt einen Mortar. Der dauert eh ewig. Dann lassen wir den schon mal starten hier. Zack. Ah, 10 Gems für die Clanburg. Zack. So. Wir haben einen Riesen. Den schicken wir jetzt hier rein. Und jetzt müssen wir das schaffen, oder? So, zack. Alter, der zieht richtig. Der schafft das Ganze alleine, glaube ich. Nice. 16.000 Gold, 20.000 Elixier nochmal on top. Das war sehr wichtig. Wir legen los. Auf geht's. Und das bedeutet, wir können mit einem Klick jetzt für 40 Gems das nächste Rathaus erreichen. Direkt zum Anfang der Folge. Boom. Rathaus 4. Es geht voran. Ich bin gerade überfordert. So, erstmal die Kaserne. Der nächste Sammler einmal. Zack. Und direkt auch die nächste Mine. Ganz wichtig. Oh, ich sehe es schon. Okay, wir haben direkt das nächste Angebot. Für Rathaus 4 kriegen wir 1.000.000 Gold, 500 Gems und Level 2 Luftabwehr. Wir müssen unser Dorf auch gleich mal sortieren. Am besten würde ich sagen, es ist noch komplett lost einfach hier. Zack. So. Boom. Ja, okay, das kostet ein bisschen viel vielleicht. 130, ach egal, ganz ehrlich. So, wir haben genug Gold. Die nächste Goldmine, die geht wieder hier nebendran. Wir müssen dann gleich unser Dorf, wie gesagt, müssen wir mal ein Layout oder so raussuchen, würde ich sagen, was wir dann noch bauen lassen. Und einen weiteren Bogenschützenturm, zack, der geht noch hier hin. Wir kriegen direkt noch ein Angebot, warum? Da haben wir es. Zack, komm, aufbauen, zack. Und damit haben wir schon mal die Nachtbase in der zweiten Folge. Das ist auch krank. So, wir kriegen die Einführung ins Nachtdorf, das Rathaus, 150.000 Gold. Das tut weh als Free-to-Play-Spieler, zack. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit den neuen Gebäuden. Alter, da haben wir es direkt. Rathaus 5 Sonderangebot. 1,1 Millionen Gold und 1,1 Millionen Elixier plus den Magierturm. Als allererstes haben wir den allerersten Magierturm, ne? Stimmt. Wir machen mal zuerst die Bomben und die Fallen. So, die zwei Skelette fallen einfach hier hin. Kanone, 10 Sekunden, dauert es eine. Bogenschützenturm. Auch direkt, zack. Zack, die beiden Sammler wieder, das ist wichtig. So, platziere ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier hin, dass wir die auch schön sehen können. Wir haben ein neues Armeelager. Zack. Ich würde sagen, wir labern nicht so lange drum rum, wir kommen zur Zauberfabrik. Ich glaube, auf die haben jetzt alle gewartet. Auf geht's. Da haben wir sie. 8 Stunden dauert es normalerweise. Zack. So, zack, Sammler hoch. Und Goldlager auch direkt hoch. Dort nur 4 Minuten. Kanone. Das sind immer zu viele Bauarbeiter frei. Armeelager weiter ausbauen. Der ist gleich fertig. Komm, den einen Gem haben wir. Direkt wieder ran. Ich will die neue Truppe testen. Was haben wir? Magier. Ich wusste es. Okay, sehr geil. Wir müssen die instant freischalten. Auf geht's. Kaserne. Zack. 9 Gems. Okay, wir machen's. Wir labern nicht lang rum. Dann warten wir jetzt ein bisschen ab. Und sobald wir können, schicken wir die Kobolde los. Mindestens 5 Magier brauchen wir. Die Mauerbrecher würde ich aufheben. Jetzt hier 2 Magier. Müssen eh 5 setzen für die Quest. Oh, der Fokus ist um. Wieso? Entspannte 3 Sterne, würde ich sagen, ne? Sehr geil.
Noch ein wichtiger Hinweis, macht das Ganze auf keinen Fall zu Hause nach. Das Ganze ist nur durch sehr viele Sponsoren und durch euren Support möglich geworden. Vielen Dank und viel Spaß. Das ist jetzt so krank. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Gems auf einmal bekommen bisher. 14.000 Gems in Clash of Clans. Ich hatte noch nie so viel. Wir haben ein Angebot auch fürs Nachtdorf. Ganz ehrlich, das machen wir auch, weil wir kriegen auch Gems sogar mit. Das ist eh easy. Aber wir kriegen... Alter, die Lager können gar nicht so viel lagern bei uns. Erst die Mauern hoch. Boom. Ah, müssen wir mal ein bisschen aus der Schatzkammer was rausholen, Sekunde. Auf geht's, die nächste Stufe, 134 Gems und damit, das ist so dumm, ne, sind wir in die nächste Stufe. Als allererstes, ihr wisst es, in den Shop. Nur ein Angebot, 6,5 Millionen Gold. Magitom Instant Level 4, erstmal die Sammler, zack, nächster Sammler direkt. Zack, Verteidigung, was haben wir neu? Erstmal die Luftabwehr, dauert 3 Stunden. Luftfeger kriegen wir auch neu, boom. Fallen machen wir immer direkt, dass wir die haben. So, Riesenbombe auch, geil. Die Lager sind immer ganz wichtig, stimmt. Zack. Machen wir mal die beiden Elixierlager als erstes, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Lager ziehen wir auch beide instant hoch. Das ist sehr wichtig. Es ist so krank, was wir gerade an Geld ausgeben, ne? Immer 1 Euro pro Klick. Es ist so dumm. Dann machen wir erstmal die Luftabwehr, genau. Dass wir die schon mal irgendwo ransetzen. Es dauert einen Tag. Ach, es dauert zu lang, sorry. Mach mal. So, Magierturm. Ja, muss sein. Mauern. Ja, komm. Muss sein. Komm. Ja, nee, komm, den will ich jetzt. Ich will jetzt, zack, Heilerin. Klar, Kriegsangriff. Let's go. Die Heilerin stirbt, oder? Nee, die stirbt nicht. Alles gut, okay. Ich muss zurück. Ach so, die Clanburg. Ich bin lost, Alter. Worauf habe ich auch mitgenommen? Mega entspannt. Geil. Ich habe eine Anfrage von einem Sponsor erhalten und viele von euch wissen schon, was das bedeutet. 14.000 Gems für 100 Euro insgesamt. Werden wir damit heute 700 Euro ausgeben? Da oben sehen wir mit der Anzeige, bisher haben wir 213 Euro. Wir legen los mit dem ersten Angebot. Okay, das erste Angebot waren nur 2 Tränke, aber das zweite Angebot sind 3 Millionen Gold. Und 2 Tränke. 3 Millionen Gold. So, und damit haben wir jetzt erstmal die kompletten Normax. Das ging sehr schnell. 1 Million Gold hat es gekostet. Unser letztes Angebot für 4 Euro ist ein Ressourcentrank. Das geht. Und ein Buch des Bauens. Das ist geil. Wir legen los. 14.000 Gems. Nicht zu Hause nachmachen, wie gesagt. Und wir haben die ersten 14.000 Gems. 23.000 damit. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Wir haben es. 100.000 Gems. 107.000, um genau zu sein. So, und damit kommen wir zum nächsten Rathaus. Noch vor dem Free-to-Play-Account. Das ist halt echt irgendwie ein bisschen schmerzhaft. Und damit sind wir auf der nächsten Rathausstufe. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir kriegen erstmal einen 4-Tages-Schub. Fett. Mehr Sterne. Also Sterne-Boost. Alles mögliche. Ihr kennt es. Oh mein Gott. Wir kriegen einen Level 5 Barbarenkönig. Wir kriegen einen Level 3 Tesla im Buch. Okay, das müssen wir uns kaufen. Und damit können wir zum allerersten Mal unseren ersten, wie heißt das überhaupt? Helden, ne? Da haben wir ihn. Plus ein Level sogar. Übel geil. Okay, so wir sehen schon, Barbarenkönig macht hier seinen Job, kann hier absolut reintanken. Und hinten dran können wir auch noch unsere Truppen eigentlich spammen, stimmt. Und damit haben wir 3 Sterne, absolut geil. Und ich würde sagen, das war erst der Anfang. Wir machen direkt weiter. WTF. Ich wollte eigentlich sagen, mit den ganzen Gebäuden, aber wir haben wieder Angebote. Rune des Goldes, Universalbuch und Mauerringe. Und das zweite Angebot ist noch krasser, 6 Millionen. 6 Millionen Elixier. Okay, wir starten der Reihenfolge nach zuerst mit dem langweiligsten, sag ich mal. Mit den Bomben, also mit den Fallen. Wir kriegen 2 Bomben. Okay, weiter geht's. Wir haben eine weitere Riesenbombe, das ist noch relativ langweilig. So, nächste Falle. Was haben wir noch? Wir haben noch eine suchende Luftmine. Die ist sehr krass. Die ist vor allem sehr gut gegen Drachen. Okay, als nächstes die Verteidigung. Was? Ansonsten haben wir noch eine Kanone. Und wir haben direkt noch eine Kanone. So, direkt den Minenwerfer. Dass wir direkt nebeneinander sehen, was wir alles neu haben. Wir haben die Luftabwehr dann auch neu. Und wir haben... Haben wir 2 Teslas? Okay, das ist krank. Okay, als nächstes haben wir die... Oh, das ist geil. Als nächstes haben wir nämlich die Ressourcen. Wir haben erstmal den dunklen Bohrer. So, mit dem dunklen Bohrer natürlich das Lager. Für dunkles Elixier auch direkt auf maximalen Level. Okay, kommen wir zum Armeelager erstmal. Armeelager maxed. So, machen Sie hier der Reihenfolge nach. Wir kommen zuerst zur Kaserne. Ey, 10.000 Gems sind damit schon weg, ne? So, die dunkle Kaserne. Da haben wir sie. Können wir die verbessern? Wir können die auch direkt verbessern. Wie geil. Keiner, aber was Dummes. Ich habe noch nie Schweinereiter gefüllt getestet. Ich habe immer auf meinem Hauptaccount auch ohne Schweinereiter gespielt. Ich weiß nicht, ob die stark sind. Okay, schaut euch das an. Jetzt hier einfach Heal. Heal. Dann droppen wir hinten den Barbarenkönig und hier die anderen Truppen schon mal. Allein der Schaden. Absolut krass. 100%. Ich habe wieder eine Anfrage von einem Sponsor erhalten. Und damit kommen wir direkt zum ersten Angebot. Wir haben den Bombenturm als neues Gebäude direkt am Anfang. Und ich weiß gar nicht, was alles neu ist, aber mit jedem Rathaus wird es immer mehr. Ich hätte vorgeschlagen, wir beginnen mal hier unten einfach, weil da ziemlich viel Platz ist. Und wir haben noch direkt den Magierturm auf Level 5. Das ist eine Ansage. WTF, wir haben viel zu viel. Ich bin völlig überfordert. Wir haben zum Glück 5 Bauarbeiter. Wir können jetzt erstmal alles hier absetzen, was wir haben. So, noch eine Luftbombe. 2 Luftbomben sogar. Okay, machen wir erstmal weiter mit dem Bogenschützenturm. Wir haben direkt noch einen Mortar. Und noch direkt ein Tesla. Ist eigentlich sehr entspannt, muss ich wirklich sagen. Ressourcen. Geil, wir kriegen noch einen weiteren Bohrer. Das ist gut. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir haben 2 Lager. Die können wir innerhalb von 8 Sekunden aufbauen. Feier ich.
Eine weitere dunkle Kaserne. Und dann schalten wir eine völlig neue Gebäudeart frei. So, erstmal die dunkle Kaserne hin. Zack. Wir haben die Fabrik für dunkle Zauber. Wir kommen zur dunklen Kaserne. Hä? Achso, die ist erst Level 2. Ich dachte kurz... Okay, ich war ganz kurz verwirrt, hab's gemerkt. Wir schalten die Valkyrie nämlich frei. Also, Valkyrie machen Flächenschaden. Wer es nicht wusste. Die haben sehr viel Leben. Ich bin so gespannt. Was für Geräusche machen die? Ich hör's gerade gar nicht. Ich mach nochmal Bahnkönig rein. Jetzt hier ein Wutzauber drauf. Passt auf. Oh, Moment. Das ist eine Riesenbombe. Kacke. Oh, die halten aber einiges aus. Sind auch so ein bisschen tanky nämlich. Sehr, sehr geil. Wenn man es mit ein bisschen mehr Taktik angehen würde, dann sind die schon sehr, sehr krass. Und was wir jetzt freischalten, ist, glaube ich, die spannendste Truppe bisher überhaupt. Denn jetzt schalten wir einmal den Packer frei. Absolut krank. Lass uns den ersten hier hinsetzen, dann den zweiten dahin, den dritten dahin, dann noch einen hier, einen hier, einen hier. So ein bisschen ausblitten, wisst ihr? Jetzt haben wir von jeder Seite Packer. Also schaut euch den Schaden an. Hier einmal, zack. Boah, die sind noch gebuht. Aber es reicht nicht ganz für einen One-Shot. Trotzdem, schaut euch diesen Angriff einmal an. Das war so geil. Wir haben 73.000 Gems noch übrig. Der teuerste Teil kommt wahrscheinlich noch. Und dafür werden wir uns jetzt perfekt rüsten und laden mal wieder eine ganze Menge Gems auf. Damit haben wir jetzt 100.000 Gems. Das Ganze bitte wieder nicht zu Hause nachmachen. Wir sind jetzt bei fast 1.200 Euro für das Projekt. Heute werden wir 200.000 Gems in Clash of Clans voll machen. Ja, wir legen los. Da haben wir es. Es ist halt die Frage, ob unser Konto nicht wieder gesperrt wird, wie letztes Mal. Also die ersten 14.000 klappen selber. 110.000. Und da sind die letzten Gems drin. Auf geht's. Damit haben wir jetzt über 200.000 Gems. So viel hatten wir noch nie. Wir sind echt gut dabei. Größtes Problem sind noch die Mauern, falls ich die maxen wollte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Ressourcen ausgeben. Wir können das theoretisch alles machen. Wir machen mal zuerst die Kanonen, haben wir gesagt, maxed. Auf geht's. Kanonen einmal maxen. Zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob es ausreicht überhaupt. Und die Kanone auch. So, als nächstes würde ich sagen, mal die Minenwerfer. 2,4 Millionen, 2 Tage. Gehen die Bogenschützentürme denn noch auf Level 10? Ja, oh Gottes Willen. Es ist so teuer. Oh Mann. Zack. Zack. Das ist ein Full Maxed Rathaus Achtdorf. Ich würde sagen, wir drücken drauf. 2,3 Millionen sind das. Achso, egal. Auf geht's. 331, boom. Und damit sind wir offiziell auf der nächsten Rathausstufe. Wir sehen erstmal die Helden, kriegen jetzt einen Plus-5er-Boost. Das ist absolut geil. Ah, wir haben maximales Level automatisch. Das finde ich auch immer ziemlich geil. Sammler sind auch geboostet und natürlich vierfachen Sterne-Bonus. Ich finde das Angebot ein bisschen low. Hä, stopp, wir haben die Queen aber instant Level 7. Okay, das ist geil, aber wir haben keine Ressourcen. Es ist einfach ein weiterer Champ. Geil. Und die ist halt instant Level 12 geboostet und direkt auch Level 7 wegen unserem Angebot. Krank. Dann sind wir nämlich jetzt smart und bauen als allererstes Lager. Das ist mega smart. So. Und Level 11. Nächstes Level. Eigentlich relativ gleich aus, muss man wirklich sagen. Ist halt immer ein bisschen... Das sieht cooler aus. Das sind so Stacheln dann außen, okay. Hier. Gold. Mhm. Und das war's. So sieht's dann aus. Dann lass uns auch direkt mal die Sammler hochjammen, weil Sammler sind immer gut. Nice. Verteidigung. 25 Mauern. Ich mag es immer, wenn ich neue Mauern kriege. Die ich dann auf Level. Keine Ahnung, was bringen muss. Zack, Bogenschützenturm. Luftabwehr, auch immer wichtig. Kriegen wir eine weitere. Sehr gut. Was können wir noch? Magierturm, den vierten inzwischen. Krass. Luftfeger, den wievielten? Zweiten, glaube ich, oder dritten? Den zweiten. Mhm. Tessa. Und jetzt wird's spannend, denn wir kriegen unseren allerersten, unsere zwei allerersten X-Bögen. Oha, direkt zwei. Lass uns direkt den zweiten X-Bogen bauen, dann haben wir jetzt schon mal alle Gebäude. Zack. Zwei Maxed X-Bögen. Dann lass uns aber die komplette Luftabwehr einmal maxen. Warum nicht? So, Level 64. Mhm. Wir kommen mal zum allerersten Angriff mit der Queen. Und die ist jetzt ohne Witz auf Level 27. Okay, warten erstmal ab, bis die Drachen so ein bisschen ihren Job machen. Wir wollen die jetzt mal richtig testen. Wir setzen die nach dort unten. Level 27. Also ich finde die jetzt gar nicht so krass. Also ohne Highlight. Guck mal, wie schnell die down geht. Und die ist Level 27. Boah, Tunk, das haben wir auch noch bekommen. Wichtig. Level 27 Queen. Bam. Und dazu jetzt 4 Heiler. Das wurde mir so erklärt, dass es so funktionieren soll. Es sind eigentlich sogar 5 Heiler. Da sehen wir es kurz, wie das aussieht, ne? Also das ist halt jetzt absolut krank. Hilfe, die nimmt ja allein das Dorf, Hops. Stopp mal ganz kurz, was? Es waren die Bauhütten noch übrig. Ich kotze, Alter, egal. Trotzdem haben wir gesehen, was eine Queen anrichten kann. Wir haben die Mauern heute. Die Mauern müssen nämlich heute nicht nur auf Level 9, sondern direkt auf Level 10. Das habe ich schon einmal ausgerechnet. Für alle 250 Mauern, 240.000 waren es genau, 60 Millionen Ressourcen sind das für alle Mauern, die wir heute hinbekommen wollen. Ich beginne mal hier, glaube ich, hier vorne für die Übersicht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir es am besten machen. Ich würde einfach sagen, wir maxen die komplett direkt, oder? Zack. So, die erste Mauerreihe. Zack. Level 10. Das ging schnell. Direkt die zweite Mauerreihe einfach auswählen. Wir hätten noch ein paar Mauerringe, die heben wir uns aber eher auf, weil die später wertvoller werden. Wir laden jetzt erstmal die 200.000 Gems auf. Oh mein Gott, okay, 2.500. 32 Euro.
sind damit auf diesem Account drin. Wir haben jetzt 200.000 Gems, wir sind jetzt gespannt, wie viel wir noch reinpayen müssen. Erstmal Elixier, würde ich sagen. Oder erstmal Gold. Das ist auch egal eigentlich. Auf geht's, einfach rein. Das ist jetzt so viel, was da jetzt reingesteckt wird. Okay, also wir sehen im vorderen Bereich sind die Mauern. Sehen auch echt geil aus. Die Mauern gehen nur noch 3 Level höher. Ja, dann sind wir eigentlich voll gut dabei schon. Im nächsten Rathaus können wir wieder hochgehen. Ab Rathaus 10, dann kostet aber eine Mauer 400.000. Wie weit sind wir gekommen? Wir müssen jetzt unsere Gems zum Einsatz bringen. Da sehen wir es nochmal. Wir haben schon noch einiges. 200.000 haben wir aktuell noch. Dann füllen wir mal auf. 8 Millionen, sind die gleich teuer? Ja, ja, sehr ungefähr. So, 8 Millionen, auf geht's. Ich bin einfach mal gespannt, wie teuer es jetzt wird. Jetzt geht's rein. Oh, der Elixier ist wieder leer, perfekt. Machen wir das Gold einfach jetzt voll. Zack, 5.000 Gems schon mal ausgegeben für die Mauern. Eine Mauer, die eine noch. Dann haben wir es, glaube ich. Wo denn? Da, so Level 9. War's das? Oh mein Gott, wir haben's. Das war crazy. Wie viele Gems waren das? Es ging sogar voll. Auf geht's, Leute. 3,2 Millionen. Wir sehen hier schon, was uns alles erwartet. Let's go. Rathaus 10. Es wird immer teurer. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es stecken jetzt schon 2.500 in dem Projekt drin. Haben wir ein Angebot? Natürlich. Da haben wir es. Oh mein Gott, let's go. Sehr geil. Wir kriegen erstmal eine Fernoturm. Level 10. Finde ich geil. Und wir kriegen noch direkt einen X-Boom. Let's go. Dann würde ich sagen, einmal die Kanone. Geil. Eine weitere Kanone haben wir. Wir haben einen weiteren Bogenschützenturm. Das ist auch geil. Dann haben wir... Wir haben vor allem Inferno-Türme neu. Stimmt. Aktivieren. Das ist unsere neue Base. Fett. Wir verbessern jetzt einfach ein paar Mauern. Das ist meine beste Idee. Da haben wir jetzt schon mal die ersten drei. Da kann ich das ist ein bisschen günstiger pro Elixier, wenn wir jetzt hier das Elixier auffüllen. So sehen die neuen Mauern aus. Ist ein bisschen Lava-artig in der Mitte. Ich würde erstmal sagen, wir gehen damit in den Angriff rein mit Maxed Helden und dem neuen Armeenlager. Und damit haben wir unseren Gegner. Ich würde sagen, wir brechen mal so hier. Geht das? Ja, let's go. Wir brechen in die Mauern auf. 4 Erdbeben. Erdbeben reichen aus und jetzt haben wir zum ersten Mal unsere neuen Armeen, haben noch mehr Platz und haben Level 5 Golem, Level 5 Valkyrie. Wir sind jetzt Level 3 Hexen, Level 35 Helden. Es wird so crazy werden. Auf geht's. Wir werden den so hart mit diesen neuen Leveln überrennen. Ihr seht es jetzt schon hier. Wenn wir jetzt hier einen Wutzüber droppen, jetzt noch hier, würde ich sagen, einfach auf der anderen Seite die Level 35 Queen rein. Dann haben wir auch noch einen E-Drachen wieder drin und hier einen Magier. Es ist so insane. Jetzt zünden wir noch unsere Helden und das ist einfach nur komplett. Ein komplettes Überrennen. Und das ist ein Rathaus 9er. Und da merken wir halt einfach schon, wie weit wir gekommen sind. 35er Helden, alles maxed schon wieder. Von den Truppen auf jeden Fall. Und die neuen Truppen warten ja noch auf uns. Die wir mit diesem Rathaus immer neu bekommen. Tunnelgräber als nächstes. Auf geht's. Zack. Okay, wir splitten uns auf zwei Gruppen. Hier 20 Miner. Nein, Hilfe, was machen wir denn jetzt? Oh, Chat, nein. Hat mir lieber die hier ein Heal auf jeden Fall. Die sind schon fast alle wieder tot sonst. So, die zünden jetzt einfach beide. Die überrennen das jetzt. Kein Bock mehr, jetzt ewig zu warten. Ja, aber muss ehrlich sein, der erste Tunnelgräber-Angriff war schon überzeugend. Lol, das war eine Fledermaus. Da bohren die sich jetzt komplett einmal durch. Ah, da ist noch ein Bogenschützenturm. Das war richtig nice. Erster Angriff mit Tunnelgräbern, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten. Zur letzten Truppe. Und zwar extra habe ich mir aufgehoben, den Bowler. Da haben wir gleich erstmal das Trainingslager noch. Wir haben nur leider nicht genug Loot. Und es fällt 50.000, die können wir auch aufjammen. Also ganz ehrlich. Wie viel kosten das? Ja, 60 Gems, auf geht's. Hier, zack. Was wir jetzt auf jeden Fall noch einmal machen wollen zum Ende der Folge, wir wollen jetzt nochmal einmal Rache nehmen an einem. Haben wir noch nie gemacht. So, der Typ hat nämlich 1,3 Millionen Loot. Das ist eh geil. Sprungzimmer und Fetten jetzt hier rein. Oh, den Wutzimmer schon mal direkt. Das geht richtig aufräumen hier. Boom, weg. Alles weg jetzt. Und direkt nochmal. Nice. Ich hab uns gemisst, ein bisschen egal. Die Ball haben noch mega aufgeräumt, kann es sein? ETF. Sehr nice, Alter. Okay, der letzte Angriff wahrscheinlich. Der letzte Angriff. Wir bilden folgende Armee aus. 4 Heilerinnen für den Queen Walk. Dann 4 Packers. Dann 2 Loons zum Beschützen der Queen, habt ihr ja gemeint, ne? Bowler. Der gibt 30, ist es ja direkt. Der hat 500.000, 30. Den werden wir sowas von überrennen. Auf geht's. So, 2 Sprungzauber habe ich, der kommt hier hin. Wo ist ein Wut direkt? Dann schicke ich jetzt hier so ein Luftding nach. Das ist gut. Und jetzt, wenn die alle beschäftigt sind, oben Barbarenkönig hin. Und hier Minions zum... Ah, das ist gut. Schön. Schöner Angriff. Leute, das sind die 2000 Trophäen. Let's go. Plus 30. Und damit erreichen wir zum ersten Mal die Kristallliga. Du wurdest befördert. Geil. Kristall 3. Mit jedem Angriff erhalten wir 40.000 Beutebonus. Das ist ziemlich fett eigentlich. Nochmal on top, ne? Wir gehen auf dem Pay-to-Win-Account das Nachdorf an. Was wir zuerst machen sollten, ist das Dorf sortieren und diese gesamten Hindernisse loswerden. So, da haben wir es geschafft. So sieht unser Dorf einmal sortiert aus. Das haben wir mal einen Überblick. So, das Wichtigste darf natürlich nicht fehlen, und zwar das neue Layout. So sieht das Ganze aus. Aber damit kommen wir endlich zu Meisterhütte Level
5, let's go. Wichtiger Schritt, sehr krasser Schritt, vor allem, weil es eben nicht so viele Level gibt. Also damit können wir jetzt eine ganze Menge freischalten und ich würde sagen, zuallererst schauen wir ins Angebot. 1 Million Elixier, wir kriegen den Multimörser, heißt das Ding, ne? Okay, wir legen los. 1200 Gems auch noch für 10 Euro, ist eigentlich eh geil. Und dann setzen wir doch einfach hier nebendran, neben die anderen Verteidigungsgebäude. Wir haben 1 Million Elixier, die würde ich jetzt erstmal nutzen. So, Kaserne, ready direkt ab, wir kriegen Kanonenkarre. Wir geben erstmal alle Ressourcen so aus. Und schauen dann, dass wir direkt den Angriff machen und dann mal testen, wie die neuen Level und die neuen Truppen so sind. Okay, dann erstmal hier loslegen, ganz klassisch. Ne? Wir haben Elixier, wo habe ich den hingesetzt? Da unten, genau. Wir haben noch einen weiteren Elixiersammler, der passt auch perfekt hin. Dann würde ich sagen, auch direkt die nächste Goldmine hier einmal hinsetzen. Zack, die wird auch direkt wieder geupgradet. Was haben wir noch neu? Wir haben noch ein Elixierlager und ein Goldlager dazu bekommen. Stimmt, ja, okay. Also an denen kommen wir nicht vorbei, ne? Okay, also 1,4 Millionen, also 3 Millionen Ressourcen haben wir jetzt. Das ist eine ganze Menge. Wow, wo sollen wir jetzt loslegen? Erstmal würde ich sagen, die Kampfmaschine. Oh mein Gott. Wie ich ausraste. Ich habe dir gar nicht dran gedacht. Wie geil. Die kriegen wir für 27.000. Boom. Direkt. Wir gehen in die Verteidigung. Wir haben nur... Nee, wir haben noch einen Kracher. Doppelkanone und Kracher. Muss ich ehrlich sein, finde ich... Das ist ein bisschen wenig, hätte ich mir mehr erhofft von dem Level. Wir setzen noch einmal den Kracher. So, dann haben wir die beiden Kracher auch nebeneinander. Perfekt, genau. Dann versuche ich, genau, hier unten mit den Riesen reinzugehen. Und hier, ich glaube, diese einzelnen Babydrachen, die werden absolut wegrasieren. Das sieht richtig gut aus. Jetzt bringen wir unseren Helden rein. Und den können wir jetzt halt auch zum ersten Mal zünden. Passt auf. Den kann man, glaube ich, unendlich oft zünden. Ne? Das heißt, wir zünden jetzt zum ersten Mal. Und ihr seht hier, dieser Balken, der lädt sich wieder auf. Der macht das extra Schaden, soweit ich weiß. Und ich glaube, das wird ziemlich gut funktionieren. Gerade mit den Babydrachen, die auch hier über die Base drüber gehen. So, und damit haben wir unsere nächsten 3 Sterne. Und jetzt kommen wir zum krassesten Angriff bisher. Mit den Kanonenkarren im Anschluss. Und die machen wir einfach komplett von allen Seiten. Ich glaube, die werden das eh schaffen. Okay, das ist schon geil. Also, es macht Spaß. Also für mich, für den Gegner jetzt nicht gerade, ne? 100%. Gar nicht lange rumlabern. 4,4 Millionen Gold. Wir starten. Wir nutzen einmal die Gems jetzt hier für das Upgrade. Und damit sind wir offiziell Rathaus 11. Ich war noch nie Rathaus 11 in Clash of Clans. Das krasseste bisher war Rathaus 10. Also bin ich mal sehr gespannt. Kriegen ein Angebot. Und zwar... Oh, was? Adlerartillerie und, wie heißt denn der? Der Wächter. Let's go. 2864 Euro damit auf diesem Account. So sieht er aus. Wächter heißt er auf Deutsch. Wir müssen gleich mal die Fähigkeiten anschauen. Wir werden gleich mal alles testen. So, zack, erstmal den hier. Und Adlerartillerie. Das ist das beste Verteidigungsgebäude in Clash of Clans. Er kann im Angriffsmodus über Mauern hinüberfliegen oder laufen oder fliegen, was? Und im Verteidigungsmodus verwandelt er sich in einen Turm. Wir haben auch die Supertruppen. Die sind wütend und haben mehr Leben. Ja, jetzt hier wichtig. Der muss auf Boden eingestellt sein. Links ist Boden, das ist der Fuß. Rechts ist der Flügel für Luft, denke ich mal. Let's go, let's go, let's go. Ah, die sind so laut, ne? Warden rein, Warden rein. Boah, das ist richtig krass. Dann setzen wir nochmal hier den ersten Frost ein und hauen direkt noch hier einen fetten Wutsuber drauf. Sehr, sehr geil. Können wir jetzt eigentlich hier schon mal den King hinsetzen und hier so von außen die Queen, dass sie schon mal ein bisschen aufräumen. Und ihr seht halt, wie das ab... Wobei? Sekunde mal irgendwie. Fähigkeit zünden. Okay, Sekunde mal irgendwie. Ich glaube, ich hätte lieber die ein bisschen anders platziert. Wieso sind meine Miner alle tot? Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Es waren 89%. Ich muss noch ein bisschen üben mit dem Ding. Okay, wir kommen jetzt zu den neuen Gebäuden als nächstes. Und zwar haben wir als erstes... Yo. Tornadofalle für 2 Millionen Gold. Das klingt echt krass. Was kann die machen? Die kann, glaube ich, so Truppen wegziehen. 2 Millionen? Die Mauern werden es wahrscheinlich wieder komplett preschen auf dem Level. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben noch eine Kanone, eine weitere. Die können wir einfach schön in die Reihe dazusetzen. Dafür haben wir es ja hier schön sortiert. Das passt. Dann haben wir einen weiteren Bogenschützenturm. Auch der geht hier in die Reihe dazu. Das sieht ganz nice aus. So, dann haben wir einen Magierturm nochmal. Das ist auch geil. Dann lass ihn schon mal auf, Jam. Der braucht nämlich viel zu lange. Die Kanone können wir auch direkt upgraden. Die müssen wir jetzt eben ein bisschen aufholen lassen von den Leveln. Und wir haben tatsächlich noch einen X-Bogen. Also, wir müssen erstmal schauen, dass wir jetzt die neuen Gebäude aufs alte Level hochkriegen. Hätte ich auf jeden Fall schon mal vorgeschlagen. Den X-Bogen auch Level 4. Boah, das ist halt so teuer. Das reicht halt nicht mehr aus. Machen wir erstmal was anderes. Also, wir erstmal die ganzen Verteidigungsgebäude aufs selbe Level bringen. Die sind alle Level 9 und der Typ ist noch Level 4. Das ist aber auch wahnsinnig teuer. Das ist alles so teuer, ne? Es ist unglaublich, wie viel Geld wir gerade wieder ausgeben. 9.900.000 Gold. Das ist eine Ansage. 10 Millionen Gold, absolut verrückt. Okay, Magierturm erstmal. Oh Gott. Oh je, das ist ja. Das Gold ist ja instant weg. Wir haben es nicht mal ganz geschafft. Egal, Kanone schaffen wir erstmal hoffentlich. Level 11, es reicht nicht. Den Bogenschützturm, den Rest nochmal drauf. Den Wächter kann ich mit normalen Elixier upgraden. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig geil. Und den Bogenschützenturm. Oh, Level 13. Sehr geil. Kaserne. Level 13 mit dem E-Drachen. Okay, wir machen es einmal. Okay, 10 Millionen Elixier, auf geht's. Wir maxen einmal kurz die Kasernen. Ja, komm, es kostet 2000 Gems, aber dann sind die Kasernen nochmal max, ganz ehrlich. Ja, jetzt nicht verkacken. Erstmal E-Drachen. Ich denke mal, geht einfach von einer Lane so rein, ne? So von unten. Dann mal let's go.
Ich bin gespannt. Zum ersten Mal E-Drachen. 7 Stück direkt den Warden hinten dran und dann die Loons, oder? So irgendwie. Let's go. Warden direkt hinten dran. Ist auf Luft eingestellt. Oh, was? Die blitzen, ne? Ja, logischerweise sind halt E-Drachen, ne? Aber sie sehen den ersten Wutzauber. Und die überrennen das schon mal sehr, sehr schön. Perfekt. So, Loons. Loons bringe ich jetzt so seitlich rein. Wir haben noch den Lock Launch, den bringen wir jetzt oben hin. Dass der auch gut aufräumt. Sieht richtig gut aus. Wir machen auch Blitzen, aber wenn die sterben, ne? Boah, das ist so broken. Oh mein Gott. Ich liebe es. Noch ein Packer raus, ja, wir schaffen es schon. Frosten wir hier einmal. 1,2 Millionen Loot nochmal obendrauf bekommen. Sehr geil. Okay, wir haben 3 Mauern Max von 300. Wie viel kriegen wir mit so einer... Wie viel können wir so eine Reihe machen? Ne, mit Mauerringen könnten wir es. Dann erstmal das Elixier. Wir kriegen genau 10 Stück hin. 1, 2, 3, 4. 800.000 pro Mauer. Wir legen los. Wir haben so lange für gespart. Können wir so eine Reihe machen auf einen Schlag? Wie viel sind das? Wir wählen aus. 35 Mauerringe auf einen Schlag. Das wird so teuer normalerweise sein. Zack. Wahnsinn. Mit einem Schlag. Und weiter geht's. Direkt hier die nächste Reihe. Zack. Wieder 10, umgerechnet 8 Millionen Elixier oder Gold. Mit einem Klick. So sieht das Ganze aus. Zack. 20 Stück wieder. Boom. Von 300 Mauern haben wir 81 geschafft. Ich habe die Mauerringe so lange gespart. Und damit haben wir Meisterhütte Level 6. Weil die ganzen neuen Truppen kriegen wir halt jetzt. Dann mal das günstigere. Lass mal das Schmetterer hinsetzen. Zack. Noch direkt aufjammen. So. Wir haben weitere Mauern. Muss sagen, so viele neue Gebäude haben wir gar nicht. Wir haben noch einen Bogenschützenturm. Und ich glaube, das war so ziemlich schon, ne? Den können wir hier hinsetzen. Und dann haben wir nur noch diesen Putz da. Das ist echt nicht viel. Und der hin. Mal hier dazu zum Zerschmetterer. Brutzler ist noch eine Truppe. Zack, direkt fertig. Sehen wir hier. Was für neue Truppen haben wir? Haben wir sogar zwei neue Truppen oder nur eine? Ich weiß es nicht. Nachthexe haben wir auf jeden Fall. Okay, jetzt zum ersten Mal mit Nachthexe angreifen. Komm. Und rein. Ich weiß nicht, was gut ist. Aber die ganzen Nachthexen werden den so krass von hinten supporten jetzt. Mit den ganzen. Allein diese ganzen Bats, die da jetzt reinfliegen. Schaut euch das an. Diese ganzen Bats, das ist unglaublich. WTF. 100%. Level 1. Dann haben wir die restlichen Ressourcen jetzt raus. Megamine einmal. Zack. Kampfmaschine einmal hoch. 1,2 Millionen. 1,28 Millionen für die nächste Stufe. Ja, komm, dann kaufen wir halt einmal aus und so viele Gems nur. Und zwar war das krasseste bisher Kristall bei 2000 Trophäen und heute soll es hochgehen auf Meister. Probieren wir es, das ist auch nicht so krass. Wir probieren es. Komm, wir suchen nochmal einen guten Queen Walk. Let's go. Wenn wir 3 Sterne holen, haben wir es. Der ist nicht so krass gelevelt. Der ist schon machbar. 5 Supermauerbrecher. Nein! Die Armee ist schlecht. Die Armee ist kacke. Was ist denn da schon wieder passiert? Waren da noch irgendwie Truppen übrig? Was ist denn da passiert? Hier bei Warenkönig hätte ich auch noch. Den setzen wir, würde ich sagen, auch noch gerade nach. Drachen erst bei 1,30 irgendwo versetzen, meintet ihr, ne? Schöner Wutzuber ist einfach nochmal auch auf den Warenkönig droppen. Fett. Sehr fett. Ja, ich glaube, 3 Sterne, wenn es. Oder die Queen ist immer noch im Start. Das kann sogar gut werden. Mal schauen. Wartet mal ab. Ja, die laufen irgendwie gerade alle mit ein bisschen über außen irgendwie nur. Das gefällt mir gerade nicht so. Die Wardenfähigkeit. Ja, nee, wir kommen nicht rein. Das ist nicht gut. Die Luftfeger stehen halt noch, ne? Die haben wir nicht. Doch, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Jetzt ist plötzlich zentral. Also, oh mein Gott. Da sind sie wieder zurück plötzlich. Das Single Inferno. Ja! Ja! Das kann reichen. Das haben wir. Von wegen schlecht. Das haben wir. Da kamen die kamen zurück irgendwie alle wieder. Bisschen lucky vielleicht. 3 Sterne. 100%. Eine Stunde gepusht und damit 2600. Wir sind zum ersten Mal, auch für mich zum ersten Mal Meister. Das ist geil. Da sehen wir es nochmal. 2600. Wir haben immer wieder Mauerringe, Angebote genutzt und die restlichen Elixier- und Goldsachen da drauf gehauen. Und Stand jetzt haben wir genauestens 100 Mauern haben wir übrig. Wir legen los. Ich glaube, es wird reichen. 13. Zack. Full Max die Reihe. Sehr geil. So, 2 haben wir noch. Nehmen wir einmal den Mauerring und den Mauerring. Die auch. Auch. Die auch. 20 Millionen Ressourcen sind nochmal eine ganze Menge Mauern. Wir machen das Stück für Stück. Es ist geiler. So, erstes Elixier. Auf geht's. Wir haben auch 500.000 gratis Gold drin. Einmal das Elixier raushauen. Das wird so unfassbar satisfying sein, wenn wir gleich die ganzen Mauern maxed haben. Schaut es euch an, Level 12. Wir haben endlich Rathaus 12 erreicht und heute geht es los. Im Shop haben wir natürlich das Rathaus 12 Paket. Und dieses Paket hat es in sich. Wir sehen es hier schon mal. Wir haben 20 Millionen Ressourcen. Wir haben die Werkstatt und den Inferno-Turm. Okay, Werkstatt ist krass. Mit der Werkstatt kriegen wir, glaube ich, zum ersten Mal Belagerungsmaschinen. Und das Geile ist, vor allem, wenn wir die jetzt, glaube ich, selber bauen, dann kriegen wir ein besseres Paket. 4 Millionen Elixier und setzen die irgendwo hin. Wir haben jetzt ein bisschen wenig Platz. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein neues Layout, weil wir eine Menge neue Gebäude haben. Boom. Haben wir jetzt schon ein besseres Paket?
Ja, das meine ich halt. Schaut euch das an. Das ist halt geil. Jetzt kriegen wir jetzt 24 Millionen Ressourcen und 200.000 Dunkles. Boom. Lager sind voll. Wir können alles angehen. Alter, das Dunkle. Wir können auch die ganzen Champions auf das nächste Level bringen, ne? Okay, Verteidigung. Was haben wir noch neu? Wir haben einen neuen Tesla und den Inferno-Tunnel. Hätten wir jetzt auch in Angeboten kriegen können, aber... Naja, so, perfekt. Okay, wir schauen uns die Base mal an. Das ist die neue Base. Eigentlich können wir auch direkt sogar alle Gebäude aufjammen schon mal. Wir haben eh genug. So, zack, einmal verborgener Tesla, zack. So, Goldlager erstmal. Goldlager ist, glaube ich, Key. Goldlager Nummer 1. Goldlager Nummer 2. Das ist wichtig, glaube ich, die Lager zu upgraden. Goldlager Nummer 2. Goldlager maxed. Geil. Elixierlager Nummer 3 auf jeden Fall auch. Und das letzte machen wir auch. So, und das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Basis. Das dunkle Lager muss ich auf jeden Fall auch upgraden. Das ist ganz wichtig, dass wir auch die dunklen Runen besser ausnutzen. So. Dann graden wir einmal das Labor ab, hatten wir gesagt, dass die Level 1 alle hochgehen, ne? 4,8 Millionen, das ist wichtig. Zack. Fertigstellen. So. Da sind sie. 120 Euro. Update-Megapaket. Also, wir sehen schon mal 50 Millionen Gold. 25 Millionen Elixier. Dann haben wir Bücher. Dann haben wir das 60-Euro-Paket. Da kriegen wir jeweils 3 Runen. Das ist insaner Value. Ihr wisst es, wie die Runen sind, ne? Auch perfekt. Dann haben wir das hier. Das ist auch super. Da kriegen wir jeweils Bücher, dass wir halt die ganzen Upgrades instant beenden können. Hier kriegen wir Tränke. Und zwar 12 Stück direkt. Es ist halt echt der Wahnsinn. Dann hier für Helden nochmal Heldentrank und Buch der Helden. Dann haben wir die epische Magie-Szenerie. Auch nochmal oben drauf. 120 Euro für insgesamt 75 Millionen Ressourcen, 1,2 Millionen dunkles Elixier. Auf geht's. Das ist das Megapaket, da haben wir es. WTF. Wo soll ich anfangen? 1,3 Millionen dunkles Elixier. Okay, machen wir erstmal hier einen Trank und direkt noch einen zweiten on top. Dann können wir hier das Buch jetzt nutzen. Boom. Ey, der ist immer noch nicht maxed. Nee, den Universalbuch will ich jetzt nicht nutzen. Kacke. Ja, egal, wir haben noch die ganzen Schübe drauf, das passt schon. Okay, wir machen weiter. Wie viele Bücher der Helden haben wir denn noch? Reichen die aus? 10. Ja, ja, die reichen. Oh, die reichen Gott sei Dank aus. Okay, das heißt, wir können jetzt die Queen nämlich, glaube ich, maxen. Passt auf. Level 60. Geil, weiter. Boah, wir haben sie nicht ganz maxed. Es reicht aber noch genauestens aus für die nächste Stufe. Boom. Das ist geil. Wir haben kein dunkles Elixier mehr. Es ist insane. Wir machen die X-Bögen, weil die können wir easy auch direkt mit den Büchern nutzen. Die haben die längste Upgrade-Dauer mit... Die müssen wir safe. Die dauern sonst eine Woche, die mit Gems zu machen. Wäre verrückt. Ich glaube, Magiertürme gehen auch fit. Ja, die haben auch 7 Tage, 19 Stunden. Zwischenstand, Wächter ist Level 30. Die Queen ist einfach Level 64. Ein Level noch. Ein Level noch für maximales Level. Der König ist leider noch Level 50. Da fehlt noch einiges. Das wird auch noch dauern. Wir haben einmal zum ersten Mal den Yeti. Direkt das Buch des Bounds. Zack. Okay, ich bin nervös. Auf geht's. Also, Yetis rein. Eigentlich so ziemlich alles rein, ne? Auch das hinten dran, Barbarenkönig, Dings rein. Dann jetzt hier den ersten Wutzauber, hier den ersten Sprungzauber. So, auf geht's. Dann warten wir kurz ab. Dann frosten wir hier relativ zentral. Okay, wir haben auch Loons. Oh je, die bringen wir auch noch nach. Dann bringen wir nochmal Magier nach. Ich mache wahrscheinlich jetzt hier einiges falsch, ne? Es ist jetzt relativ grob, was wir hier machen, denke ich. Dann haben wir außen mal ein paar Minions und ein paar Bogenschützen. Wie schlagen sich so ein paar Yetis? Wo sind die jetzt? Die sind dort. Oh, die sind aber gut down gegangen. Die sind gut down gegangen. Die anderen Truppen sind dafür auch gut in die Mitte eingedrungen. Ich glaube, das war ein kompletter Fail-Angriff. Trotzdem eine Menge an Loot. Wir kriegen 2 Sterne, also auch noch nicht ganz den Sterne-Bonus. Heute gehen wir einfach mal hoch auf die 3200 Trophäen. Das ist das Ziel heute, und zwar Champion. Und damit legen wir los. 5 Heilerinnen zum Auftakt. Wir haben einen fetten Queen Walk vor uns. Okay, dann wird es erstmal jetzt hier den ersten fetten Wutzauber gedroppt. Der sollte hoffentlich jetzt hier gut reinhauen. Das Problem ist, die Heilerinnen, die werden jetzt hier einmal wegsterben. Deswegen ist es, glaube ich, einmal Zeit, jetzt hier wirklich ein Unsicher... Ja, wir machen es immer so. Ich weiß, sieht dumm aus, aber ich glaube, es ist besser. Ja, müssen die jetzt aber sowieso zünden. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir probieren es einfach. Wir gehen einmal komplett rein. Machen so, zünden den Wächter. Und das Ding ist, wir können jetzt hier auch einmal einen Unsichtbarkeitszauber reindroppen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt bringen wir noch einen Wutzauber rein. Bringen noch einen Felsenwerfer nach. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der nächste Wutzauber hier rein. Hier ein Frost, hier ein Frost. Komm, das schaffen wir. Nächster Wutzauber. Wenn die jetzt das Rados holen, dann haben wir es. Komm. Wir warten ab, droppen nochmal einen Frost, dass auch das Rados auf jeden Fall eingefroren ist. Und wenn die jetzt das Rados holen, dann haben wir es. Bitte. Das ist instant gefallen. Das war instant weg mit dem Felsenwerfer, mit den ganzen Valkyren. Reicht das überhaupt? 2? Ja, okay, mehr wird es nicht werden. Nee. Wir können nochmal zünden, aber es ist eh viel zu früh. 11 Trophäen. Wir haben 13. Wir haben 13. Und damit haben wir, wo haben wir es? Zum ersten Mal Champion in Clash of Clans. Wir kommen nicht mehr ins Spiel rein. Das sieht für mich nach so einem Clickbait-Thumbnail aus, wenn ich das sehen würde. Ey, wir gehen kurz auf den zweiten Account so lang. Trink eine Runde Vita-Welt. Was ist denn Vita-Welt? Wir werden jetzt die letzten Mauern nämlich hochhauen. Wir können gerade nochmal schauen. Wir haben hier alles, ne? Bis auf dieses Stück da unten. Dann jammen wir noch gleich die Bauarbeiter hoch. Machen wir hier weiter, würde ich sagen. Erstmal, dass wir den Part haben. Ist das geil. Alter. Wir haben schon sehr viel geschafft. Auch hier das ganze Stück haben wir geschafft. Dort, glaube ich, hier auch so ein bisschen. Wir haben es fast geschafft, nur mit Farmen.
Die paar Mauern fehlen noch. Wie viel kostet das? 17 Stück. Komplett gemaxed. Rathaus 12. Auf geht's. Wir geben es einen Auftrag, auch nochmal screenshotten. Let's go. 3, 2, 1, go. Rathaus 13. Alter, das zum ersten Mal für mich tatsächlich, also auf dem richtigen Account. Ich war früher auf meinem Main-Account Rathaus 10. Wir kriegen einen Helden für, einen Schub für die Helden. Ein maximales Level, oh geil. Ressourcen verdoppelt und Sternebonus. Okay, wir gehen in den Shop, was haben wir? Was ist das denn? Gladiator, die neuen Helden, na, das ist so geil. Die Gladiatorin kriegen wir heute. Streukatapult, Rune des Goldes, 300.000 Dunkles direkt. Geil, 300.000 Dunkles. 500.000 haben wir jetzt. Ey, wir müssen uns auch ein neues Layout gleich aussuchen, weil das ist ja absolut grauenvoll. Das ist ja viel zu voll schon jetzt. So, zack, da ist sie. Gladiatorin. Level 10 sogar durch den Boost-Nummer. Oh, ist das nice. Und Katapult. Auch ein bisschen gequetscht jetzt hier. Yo, wir haben noch einen Katapult für 9 Millionen. Wie soll ich mir den denn leisten können? Ach, wir haben eine Rune des Goldes doch bekommen, oder? Oh, danke. Ey, perfekte Angebote. Zack, Rune des Goldes. Verteidigung, Katapult. Kommen wir nicht drum. Einmal. Zweimal. Dreimal. 3 Tage ist immer noch zu kurz. 4-mal. Bam. 61.000. Zack. 300.000. Ja, wieder die Gladiatoren. Ja. 4 Tage, 9 Stunden. Lohnt sich da schon ein Buch? Lohnt sich nicht im Vergleich. Die sind alle 5. Also müssen wir es hier wieder aufjammen. Okay. Unser neues Rathaus 13 Dorf. Okay, zum ersten Mal Rathaus 13 mit der Gladiatoren angreifen. Können wir die auch gut einsetzen hier? Können wir gut die Helden? Ja, werden wir schon hinkriegen irgendwie. Sitzen erstmal. Jetzt doch eigentlich die Gladiatoren an. Was macht die denn? Fokus die nicht irgendwie. Ich kann auch über Mauern auch springen, ne? Was macht die jetzt da so? Boah. Ah ja, jetzt sehen wir es. Boah. Der war ja instant weg. Ich muss mir die Fähigkeit mal gleich durchlesen. Und das Schild hat die doch. Hier. Wird Auto gecastet. Hier, bam. Oh, ja, ist schon. Ihr müsst überlegen, die haben wir jetzt noch on top. Also die kann mir den Helden mithelfen und dann noch so viel Damage machen, ist noch ein weiterer Tank. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Okay, dann noch den Loons nach. Let's go. 3 Sterne. Wir werden endlich mal wieder Gems aufladen und die auch direkt, zumindest einige direkt hier direkt, für Rathaus 13 verwenden. 100.000 Gems. Leider sind die Gems auch noch teurer geworden. Ey, das ist so kacke. Jetzt bleibt mal kurz das Geld bisher ein. Wir wollen ja so gut es geht Geld sparen, aber wir brauchen halt immer wieder einige Gems auch, um einfach die Rathäuser hochzuleveln. Wir haben 5.800. Okay, die ersten 120 Euro. 120 jetzt jeweils. Und da haben wir es. 6.664 Euro. Ist ein bisschen schockend gerade, sage ich ehrlich, weil es ein Drittel, 2 Drittel schon von der Gesamtsumme ist. 24 Euro, 40 Millionen Gold. 3 Bücher des Bounds. Das ist insane. Schaut es euch an. 60 Millionen Gold. Es ist so geil. Dieses Angebot hier enthält 1 Million dunkles Elixier, 25 Millionen Elixier. Perfekt für unsere ganzen Upgrades von den Lagern und so weiter. 4 Bücher der Helden und 2 Universalbücher. Das ist perfekt für Rathaus 13 jetzt geeignet. Danke, super sehr. Oh mein Gott. Leute, einmal screenshotten. Da sehen wir es. Es ist insane. 58 Millionen, 35 Millionen und 1,1 Millionen. Also erstmal die Lager, genau. Die gehen eigentlich immer vor. So, die sind relativ kurz. Wir lassen die erstmal starten und überlegen, ob wir die dann aufjammen. So, 1 Goldlager und noch 1 Goldlager. Ja, wir haben immer noch über 30 Millionen. Armeelager, oder? Hätte ich gesagt. Einmal. Die sind echt am wichtigsten. So, 10 Tage, zack, perfekt für ein Buch. Bam. Fertig. Inferno-Turm, Level 7. Haben wir noch einen Inferno-Turm? Ja, zack. Ist das geil. So, hier wieder. Bam. Beide Katapulte. Direkt Level 2. Es ist insane heute. Okay, 18 Millionen. Die müssen ja auch aufgehen einigermaßen. Erstmal hier. Zack. Fertig. Und nochmal. Dann haben wir das Gold einfach weg. Das passt. Jetzt aber das dunkle Elixier. So, 1,1 Millionen. Wird gesagt, die Gladiatoren tendenziell zuerst, weil die wichtig ist. Jetzt geht's los. So, einmal. Heldenbuch. 200.000. Zweimal. Noch eins. Es geht relativ schnell leider. 206.000. Bam. Zack. Okay, also Gladiatoren nochmal, noch ein Buch der Helden und das sind 214.000. Dunkles Elixier, wir haben noch einiges drin, aber das passt schon. Wir gehen rein, Leute. Wir schaffen die Lücke auf jeden Fall. Erste Mauer und zweite. Dritte und noch eine sogar. Oha, hat perfekt gepasst. Nochmal 3 Mauern. 1, 2 und die Lücke ist zu. Ist das geil, wir sind so gut vorangekommen. Schaut es euch an. Da oben noch so viel. Ah. 17 Mauern noch. Das gibt's doch nicht. Wir haben so lange gefahren. Es sind noch 17 Mauern. Das ist so viel. Über 50 Millionen. Es sind nochmal 6 Mauern, die wir gefarmt haben. Ist eh nicht schlecht, finde ich. Aber den Rest jammen wir jetzt ausnahmsweise nochmal auf. Den Rest machen wir einfach mit Gems. Ich weiß, wie viel brauchen wir denn? Da ist es. 18 Millionen Gold. Einmal. Zweimal. Ich glaube, es reicht nicht mal, ne? Die letzten Mauern. Nein. 4 Stück noch. 2, 3, 2,4 Millionen. Die letzte Mauer ist fertig.
Das war teuer. 3 Monate hat es gedauert. Rathaus Level 14. Oh mein Gott, wir sehen es schon. Wir gehen auf Rathaus 14 in 3, 2, 1. Go! Jetzt. Oh mein Gott, let's go! Alter, da sind wir. Oh, ein Pfeil! Ich weiß schon, was kommt, die Bauhütten, ne? Da sehen wir es. Hey Häuptling, die Bauarbeiter wollen auch im Kampf mitmischen. Das ist eigentlich krass, ne? Und die sind ETF, die sind unverschämt teuer. Die haben ein Angebot im Shop. Wir gehen einmal drauf und... Hotel Level 2. Wenn wir die... Boah, das ist krank, das Angebot. Also wir sehen es immer. 600.000 dunkles Firmabuch der Helden, Ruder des Elixiers und Begleiterhaus. Stimmt, wir haben ja Haustiere mit dem neuen Level. 600.000 dunkles jetzt direkt für die Pets. Oh mein Gott. Wir brauchen auch eine neue Base gleich mal. Wir werden eh eine ganze Menge zu tun haben. Lass mich das Begleiterhaus zeigen. Wir haben Haustiere für unsere Helden. Oh ja, lass sie. Ja, und so weiter. Die beiden haben wir schon. Ah, den Rest noch nicht. Also wir sehen hier am Anfang diese Eule, dann haben wir einen Jack, ein Einhorn und am Ende so ein Phönix. Wie viel Content wir denn mal jetzt kriegen, haben wir jetzt. Elektro-Titanin. Unlocked. Bam. Okay, dann greifen wir zuerst mal mit den Pads an, dann mit der Elektro-Titanin, okay? Aber und würde ich so reinsetzen mit den Loons. Und jetzt zum ersten Mal, bei Bahn könnte ich noch zünden. Jetzt zum ersten Mal hier, zack. Voll rein mit 2 Eilzaubern. Hier würde ich einen fetten Freeze mal drauf machen, ausnahmsweise. Wo ist denn eigentlich die Elektro-Eule? Ich sehe die. Ach, da ist sie die ganze Zeit dabei. Nice. Und Lassie, wo ist Lassie? Da. Lol. Und ich muss auf die Eule mal ein bisschen mehr achten. Wir hauen einfach mal alles hier drauf. Wir gewinnen das sowieso normalerweise. Und diese Elektro-Eule kann auf Distanz angreifen, ne? Und beschützt auch noch den Wächter. 100%. Ja, ist jetzt nicht krass auf der Höhe, aber das wird krass werden. 2,2 Millionen nehmen wir mit. Oh ja, da ist eine Lücke in der Mitte. Dann testen wir es. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem nicht in die Mitte rein, oder? Ich glaube, es ist dann doch zu sehr riskant. Bahnkönig Queen erstmal. Preschen schon mal von innen so ein bisschen ein. Die ist nur Level 1 auf der Höhe. Okay, crazy. Okay, wir machen das jetzt so. Keine Ahnung, ob man das so spielt. Wie geil sind die jetzt? Die laufen da außen und haben jetzt so einen Aura-Schaden, ne? Dann bringe ich jetzt immer den dazu. Dann haue ich jetzt hier schon mal, würde ich sagen, die Fee. Wir hauen einfach jetzt hier alles so ein bisschen auf den Fleck. Man muss ja auch einfach mal ein bisschen die Truppe testen dürfen. Ey, aber trotzdem, dafür, dass ich jetzt den ersten Angriff einfach nur reingespammt habe. Wir machen das jetzt gleich nochmal taktischer und schauen mal, was für Angriffe es da mit der Titanin gibt. Die räumt schon gut auf mit diesem Aura-Schaden, ne? Ich meine, auch der... Also, wow. Mit den Pads zusammen auch. Die tanken ja auch ultra lange. Und der Magierturm hier geht durch die Wand halt down, ne? Crazy. Und ja, klar, das war jetzt nur ein Angriff. Wir gehen rein. 3,2 Millionen. Wir holen uns genau, was uns fehlt, würde ich sagen, einfach. Ist echt nochmal schon mies teuer, aber wir machen es für die heutige Folge. 3, 2, 1, go. Und damit haben wir die Kampfmaschine Level 30. Ist das geil. Kampfmaschine Level 30, Leute. Und das bedeutet, wir haben es geschafft. Was wird jetzt passieren? Verbessern. Drücken drauf. Ich habe es noch nie erlebt. Das steht. Da haben wir jetzt einen neuen Button. Da haben wir ihn. Verbessern. Wir haben weiterentwickelt, Kanonen, Kache, Megatester und die Kampfmaschine. Und wir gehen auf Level 5. Let's go. Otto freigeschaltet. Wie geht das jetzt? Der Meisterbauarbeiter Kanonen zwischen beiden Dörfern hin und her reisen. Tippe einfach auf die Meisterhütte und schicke ihn übers Meer. Oh, los geht's. Okay. Ich mach kurz Kamera. Ich mach die zur Seite einfach. Okay, und fertig, sagt er. Lass dich von seiner Größe nicht täuschen. Er schwingt den Hammer wie ein Champion. Und dann, ich packe noch ein paar Sachen. Okay, kann ich auch eine Bleibe umsehen. Geil. Und, oh, nicht platziert. Können wir es hier hin? Der kommt ins Hauptdorf? Oh mein Gott, das ist wirklich ein 6. Bauarbeiter im Hauptdorf, oder wie? Hab's noch nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, aber egal. Wir setzen ihn mal jetzt erstmal irgendwo hin. Hier rein, da ist ein Platz. Gut. Bam. Hä, aber wie geht das? Jetzt. Okay, also wenn wir jetzt hier drauf drücken, abreisen, hat er einen Timeout, den Cooldown, ich weiß es nicht, Reise fertig, zack. Und er ist weg, ah, und da haben wir jetzt immer noch den, okay, und wie geht das jetzt? 6, warum ist das ein Boost? Zack, Uhrenschwurm läuft und im Maindorf haben wir noch einen. Ist das geil, da beschäftigen wir den jetzt einfach schon mal, komm. Okay, geil. Das ist es. Der ist genau... Level 6 Gladiatoren. Let's go. Okay. Wir gehen von unten rein und holen die Adler der Frau raus und blitzen einfach die beiden Luftfeger schon mal weg. Einmal, zweimal. Das ist so gut für uns. Hä, der ist perfekt. Der ist ohne Witz perfekt. Hier, wir trachen außen. Und hier ist sowieso schon offen. Noch besser. Hier ein Bogenschütze. Und hier ein Bogenschütze. So, genau. Die können hier schon mal aufbrechen. Genau, sehr geil. Das ist der Angriff für Legende. Zum ersten Mal in 10 Jahren. Das muss es sein. Wir brauchen 3 jetzt. 31 Trophäen von der Seite. Gut, zwar würde ich sagen, so ein bisschen in die Richtung, hätte ich gesagt. Gladiatoren von der Seite aus rein. Zeppelin, Dings vergessen. Dann Free... Ah, das war eine ganz schlechte Fähigkeit. Der wird gerade eh ausgebaut. Aber das ist eigentlich free, wenn es auch noch ausgebaut wird. Das ist so free. Das müssen wir jetzt schaffen. Das ist, ja, das ist es normalerweise. Ich meine, wirklich gut gespielt bisher. Wir haben auch kaum eine Möglichkeit, hier einen guten Freeze rauszuhauen irgendwie. Hier jetzt vielleicht mal einen. Das war ein guter Freeze, ja, sehr schön. Der war richtig schön. Gladiatorin auch hier mit einem guten Job. Jetzt hier können wir auch mal wieder draufhauen. Wie geil. Let's go. Legende erreicht. Da fällt das letzte Gebäude. Dieses Armeelager. Das war's. Wir sind Legende.
Ein Jahr, nicht mal ein Jahr ist der Account aktiv. Wir sind Legende und bald auch Rathaus 15. Yes, Legende. Legende erreicht. Du wurdest befördert. Bam. Können wir das Ganze mal angreifen? Nein. Anmelden. Hä? Was? Verteidigung. Okay, zur Legendenliga anmelden. Lol. Und jetzt wird einer gefunden. Du hast einen Testangriff in Legende und dann erstmal ein paar Stunden für Gegnersuche. Und du kannst nur 8 Stunden am Tag... Ah, okay. Okay, dann labern wir gar nicht lange rum. Meisterhütte Level 9. Und wir gehen direkt hoch auf Meisterhütte Level 10. Normalerweise 6 Tage. Okay, let's go. Meisterhütte Level 10 erreicht. Zum ersten Mal. Und wir müssen vor allem auch aufs Labor gehen. Aber was wir zuerst machen, sind die neuen Gebäude. Okay. Ich muss es ehrlich sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich gehofft hatte, dass es mehr Gebäude gibt noch. Es sind 2 Stück. Wir haben einmal eine Mine. Die platzieren wir hier rein. Und dann lass die Mine schon mal ein bisschen verbessern. So. Wenigstens hier. Zack. 40 Minuten. Solange die Gems nicht in die dreistelligen Bereich gehen, würde ich sagen, machen wir das noch. Ja, komm, nehmen wir noch mit. Aber jetzt reicht's. Okay, Level 6 Mine. Viele hatten sich wahrscheinlich eine neue Verteidigung gewünscht. Da haben wir den X-Bogen. Sage ich ehrlich, ich hatte gehofft, dass eine neue Verteidigung kommt. Trotzdem auf jeden Fall cool. Ist ein sehr gutes Verteidigungsgebäude. Level 1, sehr, sehr geil. Was können wir alles verbessern? 18 Millionen Elixier, 24 Millionen Gold. Also, was definitiv Pflicht ist, ist das Labor. Mit einem Machttrank können wir nämlich dann auf das nächsthöhere Level. Das heißt, da nutzen wir auf jeden Fall 4 Millionen Elixier. Nutzenbuch des Bounds, das ist eigentlich safe. Das müssen wir machen. Oder zum Beispiel hier der Multimörser, auch super wichtige Key-Verteidigung. Sehen wir hier, 4,4 Millionen machen wir einmal und ist direkt auf dem maximalen Level. Level 10, absolut geil. Da ist natürlich der Megatesla, auch wunderbar. 9 Tage, auch der geht direkt ein Level hoch. Ganz wichtig, auch gerade noch gesehen, stimmt. Die Bauarbeiterkaserne, logischerweise. Wir schalten nämlich den Elektromagier frei. Ich würde sagen, so 600 Gems, so 4 Tage sollten wir schon eher auf Gem als Buch nutzen, oder? Auch wenn es weh tut. Auch das 2. Goldlager. Wir machen das einfach, dass wir aus den Ruhen das Maximum rauskriegen. Und dementsprechend genauso ist Elixierlager einmal hoch. Und 629. Ist das geil. Elixierlager auch Level 10. Das ist halt auch ein wichtiger Fortschritt hier. Super Verteidigung hingelegt. Und passt auf, es geht fast genauestens auf. Wir können vielleicht auch das Elixier hier kurz raussammeln. Ja, ein bisschen zu viel, aber es geht immer nicht perfekt auf. Schaut sich an. Kampfmaschine Level 34. Nochmal. Ein Buch für Elixier. Okay, erstmal hier. 3,6 Millionen auf die Kampfmaschine. Ist die jetzt? Die ist maxed. Also, wir kriegen insgesamt 50 Millionen Ressourcen mit diesem Angebot. 60 Euro. Wir kaufen uns ausnahmsweise mal das Angebot hier fürs Nachtdorf. Okay, so, da sind wir drin. Und theoretisch hätten wir noch das. 6-facher Wert. 2 Heldenbücher drin. Okay, komm, noch 5 Millionen. Jetzt habe ich aber echt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber egal. 7 Millionen Gold. Den X-Bogen nochmal upgraden, würde ich sagen, mit einem Buch des Bauens. Zack. Kampfschrauber wieder hoch. Passt auf. Zack. Okay, wir füllen einfach auf. Das geht jetzt nicht ganz auf, aber ist in Ordnung. Okay, komm. Kampfschrauber 2,6 Millionen nochmal. Zack. Das ist ja auch instant oben. Aber wir haben eh nur noch ein Heldenbuch, dann hauen wir es auch noch auf den Kampfschrauber, ganz einfach. Da haben wir es alles ausgegeben. 2,6 Millionen nochmal für die heilende Hütte auch. Das ist super wichtig, dass die höher geht. Also am wichtigsten ist der Außenposten. Der ist eh low. Der geht auch schnell hoch. Hier, zack. 19 Stunden, absolut geil. Was ein Wahnsinnsfortschritt. Meisterhütte 10. Schaut sich an. Nutzen jetzt die Elixierrune, um jetzt natürlich einfach die dunkle Kaserne Level 10 zu erreichen. Das neue maximale Level. Wir nutzen Buch des Bauens, würde ich sagen. Komm, wir haben eh genügend und damit haben wir die neue Truppe. Wo haben wir ihn? Wächterlehrling. Ja, und damit geht es zum ersten Mal hier schön von der Seite aus rein. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, was die so hinbekommen werden. Wir sehen hier den Wächterlehrling. Setzen wir so ein bisschen dazu, einfach, dass er noch weitere Drachen abdecken kann. Und ja, zünden hier zum ersten Mal die Fähigkeit, bringen den Wutzauber drauf. Bringen. Oh, der Wächter ist. Ne, der Wächter ist noch am Leben. Ich wollte gerade sagen, der Wächter ist schon tot, dachte ich ganz kurz. Aber der ist noch am Start. Dann können wir hier einmal freezen. Bringen hier noch einen weiteren Freeze. Und ich hoffe, wir kriegen zumindest hier die 2 Sterne raus. Aber das sollte normalerweise passen. Ja, 3 Sterne werden es nicht werden. Aber zum ersten Mal hier den Zauberlehrling eingesetzt. Und ja, hat auf jeden Fall unsere Armee ein bisschen geboostet. Problem ist vor allem, wir haben ihn aber zusammen hier mit dem Wächter gehabt. Und dadurch haben die sich gegenseitig gecancelt. Trotzdem 2 Sterne, 86% und eine Menge Loot. Und damit sind wir im Maindorf und kommen jetzt zu diesem unfassbar wichtigen Angebot. Denn damit, wie ihr sehen könnt, können wir für die nächsten Monate und Wochen uns eigentlich keine Gedanken mehr machen über Ressourcen. Denn wir kriegen insgesamt 6-mal eine Rune des dunklen Elixiers. 4-mal. Rune des Goldes, 3-mal Rune des Elixiers und 20 der neuen Begleitertränke zusammen mit ein bisschen wenigen Büchern. Über 120 Euro ist auch echt eine Menge. Dunkle Rune direkt voll und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir nutzen direkt das Begleiterhaus und der Jack wurde mir empfohlen, wäre extrem stark, auch später noch. Das heißt, wir haben den Jack und natürlich haben wir noch unser ganzes Elixier und Gold. Das können wir jetzt gerade noch nicht ausgeben, aber wir können es halt vor allem auf die Mauern draufhauen.
Und das machen wir jetzt hier. 5,6 Millionen pro Mauer. Das ist halt absolut geil. Schaut euch an. Wie gut wir hier vorankommen. Sehr, sehr nice. Das hier war der 4. Juni 2022. Das heißt, wir haben es innerhalb von ziemlich genau einem Jahr geschafft, dank eurem Support heute Rados 15 zu erreichen. Das ist wirklich, wirklich krank. Vielen Dank dafür. Dafür haben wir bisher übrigens 9.706 Euro ausgegeben. Und damit ist es soweit. Rathaus Level 15. Als wir angefangen haben, gab es das Rathaus nicht mal. Und jetzt haben wir es einfach. Ich wollte damals eigentlich nur Rathaus Level 14 erreichen und dann kam das Update noch zwischendrin. Und damit haben wir es. Oh mein Gott. Rathaus Level 15. Da legen wir direkt los, oder? Gehen in den Shop erstmal und scrollen rüber. Jawohl. Rathaus Level 15 Paket. Würde ich eigentlich direkt nutzen. Wir gehen einmal erstmal kurz in die Gebäudeübersicht. Hier können wir sehen, was wir alles neu haben. Und wenn wir hier auf Verteidigung gehen, sehen wir, es ist halt wirklich gar nicht mal so viel. Wir haben zum einen den Monolithen neu. Da sehen wir ihn einmal. Extrem hohe Range und vor allem extrem viel Damage. Und zum anderen haben wir natürlich den Zauberturm. Der kann verschiedene Zauber droppen. Ja, und ihr seht auch, der kostet eigentlich extrem viel. Einmal den Level 3 Zauberturm, das heißt, der ist schon auf Level 3 direkt. Und auch der Monolith allein, der würde ja ewig dauern, würde sehr viel dunkles Elixier kosten. Also das lohnt sich schon, das mitzunehmen. Wir haben zuerst unseren Level 3 Zauberturm. So sieht das Ganze aus, das heißt, hier in diesem Bereich könnten wir jetzt einen Zauber auswählen, zum Beispiel Unsichtbarkeit, wir hätten Gift oder Wut. Und als zweites haben wir den Monolithen, der passt jetzt hier, glaube ich, wir brauchen jetzt eh gleich echt ein neues Overlay. Der ist ziemlich groß, der muss unbedingt in die Mitte. Riesen Range, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier nur Außenplatz gefunden. Das Ding ist mächtig. Es kostet halt auch wirklich dunkles Elixier zum Verbessern, wie geil. Mit Level 2 ist der schon maxed. Der macht 12% von Max-Trefferpunkten des Ziels. Die letzte Verteidigung kostet aber 11,2 Millionen Gold. Ja, und da haben wir ihn. Noch ein paar Gems kostet das Ganze, aber damit, ja, raiden wir den direkt ab, ist die große Frage, oder? Nee, komm, wir bauen ihn jetzt direkt für die Folge. Buch des Bauens, Zauberturm Level 1 steht. So sieht unsere Rathaus 15 Base aus. Wird es nicht die allerkrasseste Base sein, aber sie sieht, finde ich, witzig aus. Deswegen habe ich sie mal kopiert. Ich meine, schau dich die Mitte an, da sind überall Fallen, da ist die Adler-Depp. Ja, okay, die X-Bögen stehen auch ein bisschen beisammen, aber sieht geil aus. Ein Jahr in diesem Video zusammengefasst. Was ein krankes Projekt. Danke an jeden Einzelnen, der das ermöglicht hat. Und wenn ihr Bock habt, schaut jetzt hier noch im Abspann vorbei. Dann seht ihr zum einen ein weiteres XXL-Projekt über mehrere Monate, wo wir nicht verlieren durften. In Clash Royale von 0 auf 7500 Trophäen. Und zum anderen haben wir, ja, Rathaus 1 auf Rathaus Level 15 in einem einzigen Video erreicht als Weltrekord. Ja, schaut gerne vorbei, lasst ein Abo dafür weitere Projekte und danke, dass ihr das Ganze ermöglicht habt. Ciao.